1,4 Millionen Euro Customer Lifetime Value in nur 10 Monaten, wie wir das geschafft haben, für eine Lösung, eine E-Commerce-Lösung für den Mid-Market-Segment, also für den Mittelstand, so Firmen zwischen 10, 20 Millionen aufwärts bis 1 Milliarde Euro. 2021, wie wir das geschafft haben, das erfährst du in diesem Video. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Dieses Video ist, wie gesagt, für IT-Dienstleister, Systemhäuser, Softwarehersteller, Entwickler und so weiter, Beratungshäuser in der IT-Branche, wo wir uns spezialisiert haben, hier bei Klein Marketing. Und wir helfen, unterstützen einfach beratungstechnisch, aber auch operativ unsere Kunden, mehr Umsatz zu machen. Ja, wie sind wir hier vorgegangen? Ganz einfach. Die Qualität der kompletten Kampagne, um so ein Ergebnis zu erzielen in nur 10 Monaten, beginnt mit dem ersten Schritt. Also von der ersten Stunde an, wie gehen wir da ran, wie arbeiten wir da? Wir haben uns 1000 Firmen herausgesucht. 1000 Firmen, nicht irgendwelche 1000 Firmen, sondern 1000 Firmen, die schon gewisse Prärequisite vorzuweisen hatten. Zum Beispiel produzierendes Gewerbe, noch keinen E-Shop vorhanden, gewisse Unternehmensgröße aus gewissen 3, 4, 5 verschiedene Branchen haben wir uns ausgesucht, ja, bestimmte Werkzeughersteller, Schraubenhersteller, Maschinenbau etc. etc., bei denen auch E-Shops einen Sinn ergeben, also nicht irgendwie Maschinenbauer, die letztendlich Maschinen nur für ab 1,5 Millionen Euro verkaufen zum Beispiel, da machen dann höchstens, wenn überhaupt, Ersatzteil-E-Shops Sinn. Ja, die machen auch wieder Sinn, aber nur in der ganzen bestimmten Voraussetzung und so weiter und so weiter. Also wir sind, wie gesagt, Spezialist und aufgrund dessen, dass wir eben spezialisiert sind auf einige wenige IT-Themen, haben wir hier schon mal 1000 Firmen rausgesucht, ja, aus verschiedenen Quellen, die genau ins Portfolio, genau in die Zielgruppe passen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, denn damit beginnt schon letztendlich die Entscheidung, ob das Ganze erfolgreich wird oder eben nicht. Dann haben wir es geschafft, quasi von 1000 Firmen ungefähr eine 10%ige Conversion-Rate zu haben. Das heißt, von 1000 Firmen haben wir auf einen Zeitraum von 100 Firmen pro Monat bearbeitet. Ungefähr 10 Termine pro Monat konnten wir dann generieren. Von diesen 10 Terminen waren dann trotzdem nicht alle eine Opportunity, also wirklich tatsächlich Sales Opportunity. Es hat damit zu tun, dass viele, die einfach starkes Interesse haben, wir trotzdem einen Termin mit denen machen, um letztendlich diese dann in unsere Pipeline reinzugeben. Aber vielleicht diese jetzt zum Beispiel in unserem Kriterien-Set haben, sagen wir zum Beispiel eine SQL, also eine Sales Opportunity, ist nur eine Sales Opportunity, wenn hier auch ein Projekt ist, also konkreter Bedarf, ein konkretes Projekt innerhalb der nächsten 12 Monate. Also das ist sozusagen der Zeitraum, den wir in der Regel immer setzen. Es kann natürlich sein, dass wir hier Termine gemacht haben, wo alle Kriterien gepasst haben, aber die das Projekt erst in einem Jahr, also letztendlich erst innerhalb der nächsten 24 Monate starten und dann fallen die hier eben raus. Dann sind es keine SQLs, also keine Sales Qualified Opportunities und deswegen ist es hier nur 50% gewesen, in Anführungsstrichen nur 50%. Die anderen 50 sind aber deswegen nicht verloren. In der Regel ist es so, dass von den anderen 50 dann nochmal 50%, also in dem Fall wären es nochmal weitere 25, trotzdem noch verwertet werden können. Also diese Gesamtrechnung hier ist letztendlich nur auf diesen 10-Monats-Raum bezogen oder 12-Monats-Raum, ja, was da umgesetzt wurde an Neukunden. 7 Jahre in die Zukunft, aber was noch an Potenzial in der Pipeline als solches, die wir da erstellt haben in unseren Kunden, noch drinnen ist noch on top. Das ist hier noch gar nicht mit einkalkuliert, ne, weil wir das eben hier nicht wirklich festlegen konnten, also wirklich nicht wirklich bestimmen konnten. Und deswegen haben wir es einfach komplett rausgelassen. Also wenn wir jetzt irgendwie eine komplett vage Nummer, Zahl noch reingeschrieben hätten, ah ja, in der Regel ist dann in 24 Monaten sind es dann nochmal 25 Sales Qualified Leads und davon nochmal 5 neue Kunden irgendwann im nächsten Jahr oder so, ja, oder im übernächsten Jahr. Das haben wir hier komplett rausgelassen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass hier nochmal, sagen wir, nochmal ungefähr eine Dreiviertelmillion an Umsatz aus dieser ganzen Kampagne hier nochmal gezogen werden kann. Aber halt erst in, sagen wir mal,
24 Monaten vielleicht oder sowas. Ja? Das haben wir aber komplett rausgelassen, das möchte ich hier nochmal an der Stelle betonen. Dann haben wir aus diesen 50 SQLs insgesamt 10 Neukunden generiert. Das heißt, von 50 auf 10 sind nur ungefähr 5% nochmal eine Conversion-Rate. Das heißt, von 1000 auf 10, ja, sind wir ungefähr bei 1%, ja, also quasi eine kalte Liste, komplett kalt. Nochmal zur Erinnerung, was ist das hier? Das sind 1000 Firmennamen. Da haben wir keinen Ansprechpartner gehabt, ja, keine, also nur, nicht mal teilweise die Adresse, sondern einfach nur den Firmennamen, ja. Und dann haben wir uns hier quasi diese Liste aufgebaut, Ansprechpartner herausgesucht, angeschrieben, angerufen und so weiter und so weiter. Und daraus ist dann letztendlich, sind 10 Neukunden entstanden. Dann haben wir ungefähr gesagt, okay, was an Lizenzkosten fallen so an, pro Neukunde im Durchschnitt, ja, Erfahrungswerte, hat uns dann letztendlich der Dienstleister hier gegeben. Das waren ungefähr so 1200 bis 2400 Euro, manchmal sogar 5000. Also das ist wirklich sehr moderat gerechnet hier. Ja. Und dann haben wir das einfach mal 12 gerechnet, ja, also 1200 Euro Lizenzkosten im Monat mal 12 und dann das Ganze mal 7, weil der Customer Lifetime Value, der Kundenwert auf im Durchschnitt 7 Jahre ist, also das heißt, ein Kunde bleibt ungefähr im Durchschnitt 7 Jahre Kunde, wobei das wiederum natürlich in der schnelllebigen IT-Welt, die wir heute haben, ja, wer kann schon wissen, was in 7 Jahren ist, also welche Lösungen es in 7 Jahren und so weiter gibt. Also ich kenne auch wirklich keinen IT-Leiter, keinen CIO oder CDO oder COO oder CEO, der noch länger im Voraus plant mit dem, was er einkauft, egal ob er jetzt für 10 Millionen Euro irgendwelche neue IT einkauft, der plant nie länger wie 7 Jahre im Voraus, weil er ganz genau weiß, in 5 bis 7 Jahren kann sein, dass alles, was wir heute einkaufen, und wenn das Ganze 10 Millionen Euro gekostet hat, dass es in 5 bis 7 Jahren schon wieder obsolet ist. Ja? So sieht die Realität da draußen aus. Also, long story short, wir haben hier insgesamt dann noch Projektkosten, also Manntage und so weiter, haben wir ungefähr 1500 Euro pro Tagessatz eingerechnet, einkalkuliert. Das heißt, wir sind hier immer so um die 150 Manntage, 50.000 Euro haben wir damit einkalkuliert. Und so sind wir dann summa summarum auf 1,4 Millionen Customer Lifetime Value gekommen. Wenn dich das interessiert, wenn du auch Dienstleister bist, Systemhaus, Softwareentwicklerhaus und so weiter, Beratungshaus, mit einer ähnlichen Dienstleistung, ja, Entwickler, Entwicklung, Entwicklungsimplementierungsdienstleistungen und oder strategische, konzeptionelle Beratung, Design und so weiter, UX, UI und so weiter und so weiter. Wenn dich das betrifft und du hast Interesse, dann lade ich dich herzlich ein auf ein 10-Viertel-Minute oder Viertelminute, 14-Minute, ja genau, nee, halbe Stunde, hier irgendwo unten findest du einen Link, dann sehe ich dich auf der anderen Seite in unserer Gratis-Strategie-Session, ja, und da gehen wir dann eine Checkliste durch, die ich dir im Vorfeld wahrscheinlich schon zuschicken werde, weil wir natürlich unsere Zeit auch sehr knapp bemessen haben und das Angebot, diese gratis Strategie-Session für 30 Minuten gilt leider nur für einen begrenzten Zeitraum, ja, weil ich die nämlich persönlich wahrnehme, diese Gespräche in der Regel, und ich meine Zeit auch nur sehr, sehr limitiert ist. Also, vielen Dank für dein Verständnis und wir sehen uns auf der anderen Seite. Dein Thomas Klein, Happy Hunting, bis dann, tschüss.